Die Computerstimme ist so einlullend wie zu einem Kind. Damit wurde die automatische U-Bahn weiblich. Und ich fahre jetzt und ficke die U-Bahn. Ein Großteil meiner Zeit spielt sich hier ab. Ich sitze in einem Triebwagen. Der Abfertiger auf dem Bahnsteig wartet lang, bellt noch echt unmissverständlich. Aber er sitzt in einem sicheren Häuschen vor Monitor, damit er nicht überfallen werden kann. Es ist 2 Grad wärmer geworden, aber immer noch gut für Eisfinger. Baumwall stinkt heute nach verbranntem Plastik. Und die Bahn ist mir gerade weggefahren. Märchen will Schlittschuh laufen, hat aber Angst, dass ich ihr ein Bein stelle. Also nimmt sie mich nicht mit. So will ich nicht. Diese Unterstellungen, dieses Misstrauen. Ich muss mit der Gitarre zu Holger und üben, damit wir etwas Geld verdienen. Die Leute müssen ja glauben, ich hätte den Schreibkomplex. Denn niemand schreibt in der Bahn. Ey Mann, setz dich doch hier hin! Nee, das galt nicht mir. Liebes Buch, was ich dir alles anvertraue. In diesem Jahrhundert der Destruktion und Intoleranz. Der Walkman-Typ auf dem Sitz gegenüber guckt und guckt und guckt meinen großen schwarzen Gitarrenkoffer an, den ich nun schon wieder mit mir herumschleppen muss. Der Walkman nimmt seine Kopfhörer ab und fragt mich nach der roten Flora. Er steigt Sternschanze aus und gegenüber setzt sich eine Frau mit viel Kuchen. Kann ich ein Stück Kuchen haben? Belästige ich sie gleich? Nein, sie ist nett. Ich darf mir eins aussuchen. Um 12 Uhr siehst du vor dem Ausgang Stadthausbrücke weibliche Polizistinnen, die seltsam grüßen. Sie heben gemeinsam den Arm und zeigen den geöffneten Fausthandschuh. Nicht ganz so steif wie der Hitlergruß. Damit grüßen sie einen Bettler und die Ladenscheiben, wo sie sich spiegeln. Kaum bin ich in der S-Bahn, steigt ein junger Obdachloser, wie er eben sagt, ein und erzählt einen ganzen Roman, dass er was zu essen braucht. Die Leute sind schon so überhäuft davon, dass sie nicht mal mehr die Hand in die Tasche stecken. Als er vorbei ist, langt einer in seine Tasche und holt eine Erfrischungspille für sich raus. Dienstag, 14.30 Uhr, Weg nach Krupundau. Vor dem umgestürzten Markowitsch-Blumenkübel, eine Architektur, warten 4 Mädchen auf ihren Star. Dem Nachbarn haben sie die Fenster herausgehauen. Plastik ziert seine Fensterrahmen. Es ist ein unnützer Sport, dem viele Handwerker nachgehen, um sich zu beschäftigen und dem Kapitalismus zu frönen. Der Bus gleitet langsam durch die leeren Straßen Altonas. Ich lese Peter Sloterdijk und mache mir Gedanken, wohin die Kunst wohl führt. Nach der Moderne führt sie nirgends hin. Ich führe die Kunst. Diese Zeilen in Klammern sind nur Seitenzahlen. Ich habe lange die Blindenhundfunktion für die orientierungslosen Künstler übernommen und spüre, wie sie versuchen, meine Gedanken zu erfassen, meine Worte zu reden, meine Objekte zu bauen, meine Bücher zu schreiben. Gegenüber ein Gespräch von männlicher, unbewusster Protzerei zu weiblicher Aufmerksamkeit. Männliche Werbung in der S-Bahn, moderne Logik.
heiß, wo ich arbeite. Neue Festplatte eingebaut. Oh. 120 Megabyte Arbeitsspeicher. Ich kann auf jede Maschine zugreifen. Sie? Gar nicht schlecht. Hab dafür ein Programm geschrieben. Oh. Und keine Unterprogramme. Oh. Dann haben wir das alte Betriebssystem rausgeschmissen. Ach. Naja, wir haben dann zwei neue RAM-Speicher eingesetzt von 2 GB. Oh. Jetzt sind noch 2 Server mit angeschlossen. Ich möchte mit dir schlafen. Wir bedienen damit das Netz. Oh, haben geschwitzt. Welche Unterschiede? Wieder in Fahrt. Man muss aufpassen, dass ich nicht einschlafe. Die Bahn ist...